Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und es geht heute um Vectronome. Ja, Vectronome. Ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Das ist ein Musikspiel, Leute. Beziehungsweise ein Rhythmusspiel, aber ich sag mal, das ist ein Musikspiel. Ja, ja, ein Rhythmus-Musik-Puzzlespiel, das in Kooperation mit Arte produziert und auch veröffentlicht wurde. Und in diesem Spiel geht's halt, wie ihr vielleicht schon denken könnt, wie bei jedem Musikspiel, im Rhythmus zu bleiben und komische Rätsel zu lösen und ans Ende zu kommen. Ich kann mal kurz in die Spielanleitung gehen, denn da sehen wir nochmal auf der rechten Seite diese Abzeichen. Und die kann man jeweils pro Level einsammeln. Bei dem roten ist es, dass man das Level beenden soll. Beim ersten Versuch gleich, ohne zu sterben. Ich glaube, das Abzeichen werde ich am seltensten bekommen. Dann gibt es noch eins, wo man erstmal alles sammeln soll, bevor man das Level beendet. Und noch eins, wo man immer im Beat bleiben muss. Das heißt, man darf nie aus dem Beat rausgehen. Ich denke mal, das wird ein bisschen ähnlich sein wie Crypt of the Necrodancer, nur dass da nicht dieser Roguelike-Effekt drin ist, sondern hier geht es eher um dieses Puzzeln und so. Aber halt mit diesem im Beat sich umherbewegen. Ja. Von daher kann man das bestimmt vergleichen mit dem Spiel, das ich gerade genannt habe. Es hat übrigens auch den Untergrund-Award von der Game 2-Redaktion bekommen. Nur mal so nebenbei. Und ich glaube, das war auch das beste Spiel in der Indie-Arena da, in der Gamescom 2018. Aber ja, ohne jetzt weiter rumzuschnacken, gehen wir mal rein und schauen, was passiert. Ich habe es bisher noch nicht angespielt, ich finde es aber jetzt schon schön, dass dieser gelbe Klumpen, der wir anscheinend sind, sich ein bisschen bewegt. Böhm, böhm. Oh, geil, schon gleich gestorben. Ich habe nach oben gedrückt statt nach rechts. Okay, ich glaube, hier kann man doch gar nichts falsch machen. Also wir können hin und zurück laufen. Oh, wir können auch 3D-mäßig vor und zurück gehen. Leute, das wird noch komisch, glaube ich. Okay, also wir können erstmal nach rechts laufen. Oh. Okay, und da haben wir schon die erste musikalische Veränderung. Ah! Okay, also man muss wirklich... ich raff noch nicht mit dieser Steuerung, Leute. Ich glaube, ich muss die nochmal invertieren. Kann ich das Ding bitte mitnehmen? Das ist übelst strange, mit nach oben und unten sich irgendwie zu bewegen. Yeah. Ja, und ich glaube, ich kann gar nicht so viel reden bei diesem Spiel, obwohl jetzt der Anfang halt noch sehr einfach ist. Bang, bang, bang. Ja, geschafft! Ich bin der Allerbeste! Ich finde schön, wie die Levels sich immer weiterführen. Hä? Achso, das ist jetzt nur, wie ich das gemacht habe. Ich habe 4 Versuche gebraucht beim allerersten Level, sehr gut. Habe aber alle Pickups mitgenommen, gab ja auch nur einen. Und die Beat-Präzision ist 45%. Ändert sich das hier, weil ich so schlecht im Beat wobble? Ich glaube, immer wenn ich falsch im Beat wobble, dann werde ich so schwarz und dann verändert sich auch die Musik. Okay, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe das Spiel vom Entwickler bekommen. Von daher danke an die Entwickler und auch an Arte. Also der Fernsehsender Arte, denke ich mal. Ja! Oh. Okay, ich muss erstmal klarkommen. Bumm. 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 Noch ist das ja nicht so sensitiv, dass man mit jedem Schritt richtig gehen muss, sondern bisher geht das auch ohne Rhythmusgefühl zu haben. Und es werden aber immer mehr Rhythmus-Artefakte hier dazukommen. Bisher ist es aber noch relativ egal, wie ich mich tatsächlich bewege, weil ich hier einfach so durchbobbeln kann. Ah, ich wusste es, dass da was weggeht. Hilfe! Wir wollen auf jeden Fall... Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich alles einsammeln will oder nicht. Din, 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 din. Nice. Oh, 3 Versuche schon wieder. Das hätten wir auch so hinbekommen können. Beat-Präzision 50%, Leute. Das wird später auf jeden Fall noch sehr viel anstrengender. Bam 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 bam. Ich versuche gerade mal ein bisschen so im Rhythmus zu gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Din, 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 din. Oh, okay, hier ist es jetzt schon case sensitive. Also wir müssen mit dem Beat hier rüber gehen. Ich werde hier gerade eingesperrt, das ist nicht gut. Hilfe! Ich muss hier ganz schnell weg. Nein, ich muss echt nochmal zurück. Eigentlich sollte ich so ein Musikspiel ganz gut drauf haben. Shit, ich bin auf das Ding raufgeknallt. Weil ich habe ja, ich spiele sehr viele Musikspiele und ich spiele ja auch Instrumente. Von daher sollte das eigentlich ganz gut gehen. Jetzt ist es aber schon hier ein bisschen komisch, allein mit diesem Warten. Und die Sachen einsammeln. Ich warte mal, bis sie an die Seite gehen und dann kann ich die einfach einsammeln. Okay. Ich weiß noch nicht so richtig, ob man wirklich die ganze Zeit im Beat bleiben muss oder halt einfach nur versuchen sollte, da durchzukommen. Ich fände es halt besser, wenn man irgendwie im Beat bleibt. Aber eigentlich dürfte ich auch gar nicht so viel reden. Da hätten wir bestimmt noch mehr machen können. Damit ihr die Musik euch anhören könnt. Ah, okay, das sind solche... das sind solche Sprungbretter. Hui! Das heißt, wir müssen von hier auf jeden Fall von unten. Das sieht aber auch witzig aus. Das sieht so aus wie diese Sprungfedern, die es damals immer zu kaufen gab, wenn man im Zoo war. Ne, im Zoo, ich weiß das gar nicht, Leute. Aber irgendwo, diese Dinger, die man dann
die waren so eine Sprungfeder und dann konnte man die Treppe runterschmeißen und genau so, scheiße, genau so sieht das hier aus, wenn man da lang wobbelt. Die immer nach, Mann, bin ich behindert? Ich glaube schon, Leute. Die man in die Treppe runtergeschmissen hat und dann sind die da runtergewobbelt und haben sich immer verfangen und waren nach zweimaliger Benutzung einfach kaputt. Ach komm, nein, oh, ich dachte, oh, das ist so komisch mit dieser Steuer. Lol, diese Steuerung ist so mega strange. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Hä? Ich komme wirklich nicht klar mit dieser Steuerung, die ist ultra komisch. So, jetzt muss ich auf jeden Fall wieder von unten lang. Nach oben muss ich jetzt drücken, ne? Hilfe! Rechts, rechts, oben, rechts. Okay. Alter, ey. Das ist anstrengender, als man denkt, Leute. Jetzt ganz ohne Witz. Das Spiel kostet, glaube ich, auch nur 5 Euro. Und ist halt ein Indie-Spiel. Okay. Die roten Dinger gehen immer mit der Uhr quasi mit. Das heißt, wir müssen einfach nur außerhalb der Uhr bleiben. Okay, das war ja easy. Die bam, 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 tack, bam, 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 tschack, bam, oh. Okay, wie kommt man da in die Mitte, Leute? Bum, 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 tschack. Okay, ich sehe es gerade. Das ist ja auch wie eine Uhr. Das Ding da in der Mitte, das wandert immer einen weiter. Ah. Hä? Aber wie soll man denn das Ding dann einsammeln? Zack, tang, 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 tschuck, tang, 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 tschuck, tang. Hä? Da kommt man doch gar nicht hin. Ah, ich weiß, was die von einem wollen. Oder? Weiß ich es? Ich glaube. So, 1, 2, 3, jetzt rüber, 1. Ah, und dann beim nächsten Hit wieder sofort rüber, okay. 3, zack, 1, 2, 3, rüber, rüber. Hä? Das war doch richtig. Oh, Leute, ich will dieses Ding da in der Mitte haben. Zack, 1, 2, 3, rüber, rüber. Rüber, ein. Und dann nach rechts, oder was? Okay. Leute, wir kriegen das hin. 1, 2, 3, rüber, 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 rechts. Oh Mann, das muss man mal richtig krass im Beat machen. 1, 2, 3, rüber, 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 ah, dieser dritte! Das. Oh, das macht dein Gehirn kaputt. 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, hopp, hopp. Ja, nein! Ah, da drüben muss man auch nochmal richtig im Rhythmus sein. Das ist doch mega assig. Come on! Da muss man so viel richtig machen. Ich bin voll unter Stress, wenn ich das mache. Ha, ho, ha, ha, ho, ha, 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 hi. Ah, man muss einfach nur im Rhythmus bleiben. Dann ist das viel einfacher, Leute. Nein! Aber wenn man es im Rhythmus macht, dann geht das voll klar, Leute. Dann passt das auch alles. 1, 2, 3, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, oh, guck mal, im Rhythmus ist das viel einfacher, Leute. Okay, erstmal checken, was hier abgeht. Din, 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 Mann, ich will immer. Ich mach das Offbeat hier gerade. Ich hab das Gefühl, ich mach das hier alles falsch, Leute. Okay. Das ist scheiße. 21 Versuche, Alter. Nicht so gut, aber wir haben alles eingesammelt. Zumindest diese eine Errungenschaft kriege ich. Ich glaube, ich hatte noch kein einziges Mal das Rote, oder? Ey! Oh, ich hab die Chance hier, das erste Mal das richtig zu machen. Wir müssen halt von rechts darauf. Okay, ja, na, shit. Hier muss man auf jeden Fall auch wieder im Rhythmus bleiben. Ding, 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 ding. Shit! Wieso kann man da nicht einfach weitergehen? Ding, 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 ding. Ma! Dieses Kackding! La, 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 la,
Da hat mir jetzt aber eher die Steuerung wieder was kaputt gemacht beim letzten. Ich habe irgendein Pickup nicht eingesammelt. Was? Wo war denn hier ein Pickup? Oh, ich hab's wirklich nicht gesehen. Das ist sad. Und das ist anscheinend die Overworld. Jetzt check ich's. Das war quasi die zweite Welt. Die erste Welt war Tutorial und das war jetzt das erste richtige Lied. Oh Gott, okay, also eine Welt machen wir auf jeden Fall noch. Oh lol, okay. Bam, bam. Oh, und wieder zurück. Okay, Trial and Error. Bam, bam. Din, din. La, la. Nice. Okay, zweite Ebene. Okay, die gehen zwei nach links, dann nach oben, dann wieder nach links. Also wie so eine Schlange. Okay, verstanden. Bum, bam, 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 bam. Cool. Das ging gut. Also so langsam raff ich zumindest auch die Steuerung. Perfekte Kombo. Alter, Leute. Oh, läuft bei mir. Bam, bam, bum, bum, bum. Lululul. Ha, ha. Chak, chak, chak. Plum, plum. Klack, klack, klack. Tuff, tuff. Cha, cha, cha. Humbata. Okay, das war auf jeden Fall sehr einfach. Bum, bum, ba, 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 bum, bum. 1, 2, 3, 4, bum, bum. 1, 2, 3, 4, bum, bum. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der Würfel kommt gerade zu uns, deswegen... So, danke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nice. Irgendwie, mir gefällt das richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist zum Aufnehmen und ob ich da überhaupt reden soll, Leute. La, 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 bum, bum. Na, 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 na. Oh. Ah, okay, nur drei nach oben. 1, 2, 3, 4. Warten, warten. 1, 2, 3. Warten, warten. 1, 2, 3, 4. Warten, warten. 1, 2, 3. Warten, warten. 1, 2, 3, 4. Warten, warten. 1, 2, 3. Also mir gefällt es, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Singleplayer-Spiel, weil man halt auch mit Kopfhörern einfach das Ganze macht. Ich bin voll nicht im Beat gerade, ich gucke einfach nur. Hilfe! Oh Gott, das war richtig schlecht, aber es hat funktioniert. Ding da, bam, 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 tja, bam. Ah, okay, dann sofort nach links weiter. Eins, shit. Hey, okay, das ist schwer. Zack, 1, 2, 3, zurück, links. Nee, nicht nach links. Ah! 1, 2, 3, rechts, 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, rechts, 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, ganz schön rüber. Oh mein Gott, ich hab das Gefühl, das wird später richtig schwierig. Dang, 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 dang. Oh. Hey, was muss man denn da dann machen? Okay, man ist auf diesen einen auf jeden Fall safe, da in der Mitte. 1, 2, 3. Auf den hier ist man safe. Und ich glaube, man muss hier auch warten. Okay, hier ist man aber safe. Ja, okay, ich hab's verstanden. Boah. Dieses Hüpfen in die Ungenauigkeit, das ist komisch. Also du weißt ja nicht, wo die jetzt... Also du weißt schon, wo die jetzt nächstes kommen, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Dass man halt da hinhüpfen muss, wo gerade noch nichts ist. Ja, perfektes Tempo. Aber warum? Machen wir noch einen? Ja komm, einer geht noch. Ein Level geht noch. Ich habe das Gefühl, ich werde hier bald versagen, wenn ich das so weitermache. Hä?
weil es so gut. Also mir gefällt die Musik. Sagt mir mal, wie ihr die Musik findet, Leute. Okay, das ist quasi genau dasselbe wie eben, nur langsamer. Vor allem, das finde ich jetzt wieder einfach. Die roten Dinger zeigen einen ja auch an, wo man hingeht. Also die Welt ist gerade sehr einfach, finde ich, bisher. Okay. Das ist mega einfach, wenn diese roten Dinger anzeigen. Ey, ich hab's zum ersten Mal gekriegt. Ja, ich hab doch noch so ein rotes Teil bekommen. Alles, Leute. Krasser Scheiß. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch hinbekommen. Wenn diese roten Teile anzeigen, wo es als nächstes hingeht, dann ist das viel zu einfach. Er geht bestimmt wieder zurück, oder? Nee, geht er nicht. Okay. Wo gehen diese roten Teile hin? Sperren die mich hier irgendwie ein? Wo muss ich denn überhaupt hin? Die gehen aber auch alle nie zurück. Also hier muss man wirklich einfach nur durchkommen, oder was? Okay, das ist ja jetzt nicht so schwer. Der Rote kommt jetzt natürlich da nahe, aber trotzdem easy. Ich werde sterben. Ja. Ich weiß auch nicht, wo es safe ist, Leute. Ist es hier safe? Nee. Wo ist es denn safe? Leute, ich raff's nicht. Aber in diesen Ecken vielleicht auch nicht. Gerade so nicht. Hä? Warte, ich glaube, man muss da in einem richtigen Moment hin, oder? Ja, da wäre man auf jeden Fall safe. Wie ich dann weitergehe, keine Ahnung. Okay, die teilen sich auch nicht auf. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube... Doch, da wo jetzt was fehlt, da kann man überall rein. War das hier auch so? Nein. Na, da natürlich wieder nicht. Wenn man das Ding da mitnehmen will, dann geht das wieder nicht. Aber hier ist zum Beispiel safe. Nee, den nehme ich mir mit hier. Muss mich ganz schön konzentrieren, ey. Da hinten ist noch so ein Teil. Da wollte ich ein zu viel. Nee, dann hole ich mir die jetzt nicht, Leute. Das ist mir zu blöd. Das Ganze nochmal machen? Nein, danke. Shit, ich will jetzt einfach nur zum Ende hier. Ah! Mann! Vor allem, ich hatte es doch eben schon. Man kann hier richtig langsam durchgehen, wenn man will, aber... Habe ich keine Lust zu. Ja, ich hab's aber ja theoretisch verstanden. Von daher, das ist cool. Hilfe. Ich folge einfach den roten Dingern, Leute. Da kann mir gar nichts passieren. Hilfe! Oh Gott, okay, mir kann doch was passieren, wenn ich den folge. Wo muss ich denn hin? Kommst du hier hoch? Nein, gut. So, ich will auf jeden Fall das Teil da unten. Hilfe! Gib mal her, danke. Hilfe, 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 Hilfe. So, wo müssen wir hin? Da oben ist noch so ein Teil zum Einsammeln, aber ich glaube, da will ich gar nicht hin. Sondern ich gehe einfach zum Ziel, Leute. Mir egal. Boah. Ja, cool. Nur 11 Versuche. 1 von 4 Pickups. Ja, weil der Anfang war ja auch assig jetzt ganz ohne Witz. Oh, es geht noch weiter. Diese Welt ist ganz schön lang. Okay, also hier ist man auf jeden Fall... Oh. Ach, der wandert, okay. Mir egal, ich laufe einfach durch. Hat ja funktioniert. Okay, hier gehen die auf jeden Fall weg. Ups. Okay, keine Ahnung, wie ich hier jetzt durchgehen soll. What? Nein, das rote Ding hat mich gekillt.
Huch. Ma, oh, man kann sich noch retten. Man kann doch ganz schnell wieder zurückgehen. Hat das eben gesehen? Nein, ich war doch schon am Ende. Guck mal, man kann einfach rüber switchen. Warte, hier, guckt euch das an. Was hier alles möglich ist, Leute. Ich trickse das Spiel voll aus. Ah, Mann, diese kackroten Dinger. Aber seht ihr das? Man kann die so ein bisschen hacken. Obwohl da gar nichts ist. So, jetzt habe ich hier kurz Angst. Er geht nach oben. Okay, verstanden. Da musste man also kurz warten. Okay. So, was passiert hier? Genauso wie vorher, gell? Die wechseln sich einfach immer ab. Nein! Haben wir das auch geschafft. Die Präzision jetzt nicht so geil, aber das war auf jeden Fall auch noch die dritte bzw. vierte Welt. Ich frage mich, ob es nach dieser Overworld hier, also nach den 2, 4, 6, 8, 10 Welten hier, noch mehr Level gibt, dass man dann hier irgendwie nach unten geht und dass es da dann vielleicht noch irgendwas anderes gibt. Weiß ich aber nicht, aber das sollte als kleiner Eindruck für dieses Spiel auf jeden Fall gelangt haben. Eventuell war das ein bisschen nervig, dass ich hier die ganze Zeit geredet habe. Aber passt schon, Leute. Wie findet ihr das Spiel? Sagt mal, Leute. Ich find's sehr schön. Ich mag Musikspiele ja sowieso richtig gerne. Von daher mega cool. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass das wie in der zweiten Welt hier ist. Dass man wirklich die ganze Zeit so ein Beat rumwibbeln muss, damit das funktioniert. Weil bisher kam man auch gut voran, wenn man einfach geguckt hat, wo man hin musste, auch ohne im Beat zu sein. Das ging auch ganz gut. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah.